Sollte ich Rosen im Herbst zurückschneiden? Was im Herbst natürlich auch mit ansteht, ist der Rückschnitt der Rose. Und zwar schneiden wir das in zwei Stufen zurück. Einmal im Herbst schneiden wir auf jeden Fall die verblühten Blüten aus dem Bestand. Das ist einmal wichtig, damit sich keine Kraft in die Blüten auf den Weg macht, damit sich keine Samen bilden. Das würde zulasten der Pflanze gehen. Und zum anderen natürlich, die verblühten Blüten sind auch immer anfällig für einen potenziellen Krankheitsbefall. Und ein bisschen ordentlicher aussehen tut es natürlich auch, wenn man die alten Blüten eben herausschneidet. Den endgültigen Rückschnitt, den macht man dann ausgangs des Winters, irgendwann Ende Februar, Anfang März, wenn zu erwarten ist, dass keine ganz großen Fröste mehr zu erwarten sind. Dieser Rückschnitt in zwei Schritten, der ist wichtig, um dafür zu sorgen, dass, wenn ein kalter Winter mal über das Land käme, die Rose nicht so arg zurückfriert, als dass es dann im Frühjahr Probleme geben würde. Ich mache das einmal vor, dass wir auf der einen Seite erstmal so die verblühten Blütenstände grob aus dem Bestand herausschneiden. Das einmal so, und jetzt haben wir hier noch einige Triebe. Da war zwar keine Blüte drauf, aber aufgrund der Jahreszeit ist auch erkennbar, dass sich da keine Knospe mehr entwickeln wird. Auch das schneiden wir mit raus. Und alles das, wo erkennbar ist, dass da eine Blüte drauf gewesen ist, die verblüht ist, das schneiden wir erstmal so weit zurück. Es sieht dann insgesamt ein wenig ordentlicher aus, und der endgültige Rückschnitt, wie gesagt, der passiert dann ausgangs des Winters, Ende Februar, Anfang März. Dann kurz bevor der Neuaustrieb der Rose erfolgt, ist das dann der richtige Zeitpunkt, sodass dann die Rose auch wieder frisch loswachsen kann und dann auch bald wieder neue Triebe und Blüten bildet.